Das ist die Geschichte von zwei, mittlerweile sind es ja noch ein paar mehr Vollidioten, die ausgezogen sind, um dem Internet das Fürchten zu lehren. Einer der beiden, mehrere, ist überraschenderweise Mutter geworden und heute können wir... Mehrere sind Mutter geworden? Nee, mehrere, einer von, nicht von den beiden, sondern von einer von den mehreren. Und heute können wir euch freudig ein paar Bilder zeigen. Aber noch nicht jetzt. Noch nicht jetzt. Aber erstmal zeigen wir euch, wie alles angefangen hat. Denn Kim und Robert, unser YouTube-Traumpaar der Herzen, die beiden verrückten Sumsebienchen mit dem integrierten Like-Button und der hundertprozentigen LOL-Garantie, die saßen vor ein paar Tagen noch auf der Wiese vor unserem Häuschen und haben etwas für euch vorbereitet. Kims Baby war da noch in Kims Bäuchlein. Du bist in deinem Babyzimmer. Wir sind in dem im Arbeits-Babyzimmer, ja. Du sitzt in dem Zimmer, in dem bald ein kleiner Mensch wohnt. Wie ist das denn für dich? Aufregend. Freue mich schon sehr, aber es ist natürlich aufregend. Und man muss jetzt natürlich gucken, dass die letzten Sachen gemacht werden. Wie zum Beispiel so eine Unterlage zum Windeln wechseln. Die haben wir irgendwie noch nicht. Ich glaube, das ist wichtig. Weil du jetzt quasi erstmal eine Pause machst, habe ich mir überlegt, ich würde dir gerne noch ein kleines Geschenk machen. Und zwar die peinlichsten Szenen, die ich von dir auf meinem Computer gefunden habe. Sehr schön. Ich habe ein paar alte Festplatten gefunden mit Material, was wir damals gedreht haben, als wir alle davon überzeugen wollten, dass wir lustig sind. Ich habe zuerst mir mal unser allererstes Video angeguckt, was wir veröffentlicht haben. Mhm. Okay, Kim, bist du bereit für die ersten Outtakes? Ich zeig dir mal das Bild. Kannst du dich daran noch erinnern? Ja, ich kann mich daran noch. Leider kann ich mich daran noch erinnern. Das war unsere allererste Abmoderation fürs allererste Video. Das ist leider nicht im Suff entstanden und das, man kann leider im Nachhinein nicht mehr sagen, da war ich nicht anwesend. Ich werde dir jetzt den ersten Outtake zeigen. Achtung. So, wir sind in Zukunft noch öfter hier in der Behagen. Du darfst uns nicht lustiger finden, als wir uns selbst lustig finden, sonst wackelt die Kamera. Dann haben wir die Abmoderation nochmal gedreht. Heute schminkt mich mein Freund. Was heißt Freund? Also wir mögen uns noch nicht mal. Oh nein! Nein, ich hab den Text vergessen. Och, Scheiße. Mach doch einfach weiter. Das war damals auch so ein Trend tatsächlich, dass sie sich gegenseitig geschminkt haben. Mein Freund schminkt mich, ja. Der kann mich nicht schminken, der ist ein Mann. Ich bin Mann. Oh Gott, wie sehe ich denn aus? Ich sehe aus, als hätte ich Kacke gefressen. Sind diese beiden Spaßkanonen wirklich ein Paar? Diese Frage werden wir auch heute nicht beantworten können. Aber wir blättern kurz mal ein paar Monate zurück in eine Zeit, als es offen und ehrlich noch gar nicht gab. Und Kim und Robert die Welt noch davon überzeugen wollten, dass sie unbedingt ein eigenes YouTube-Format bekommen sollten. Achtung, es wird jetzt noch peinlicher. Raphael, ich möchte, dass du mir abends Geschichten vorliest vom Einschlafen. Und dann weinst du immer. Ich nehme an, du möchtest Dinge zu deiner Verteidigung sagen. Oh Gott, ich sehe einfach aus wie ein Alien in diesem Video. Wir haben dann nämlich gesagt, wir fangen jetzt einfach mal an und machen mal was Lustiges vor der Kamera. Und haben gesagt, komm, ehrliche YouTuber, das könnte doch eine Idee sein, die man so durchziehen kann. Und dann hat Kim gesagt, ehrliche Beauty-Bloggerin, die keine Ahnung hat. Du siehst aus wie ein Baby. Du siehst aus wie das Baby, das da bald in diesem Zimmer wohnen wird. Na, das klingt komisch. Hi, ihr Vollidioten. Ist mir total egal, ob ihr dieses Video anguckt oder nicht. Hauptsache, ihr habt die Werbung vorweg gesehen. Das hier ist ja alles finanziert durch Produktplatzierung. Habe ich in der Videobeschreibung aber ganz nach unten geschrieben. Sonst denkt ihr noch, wir machen hier Werbung. Oh, ich muss übrigens kurz Werbung machen. Birkensaft. Um ehrlich zu sein, habe ich aber am Anfang gedacht, so krass, dass diese Influencer-Werbung sich teilweise gar nicht weiterentwickelt hat. Ne? So die Firma sagt, ich benutze die 3 bis 4 Mal am Tag. Das ist genau das, was sie als Briefing immer noch bekommen. Muss ich jetzt so einen dämlichen Fotoshoot in Großaufnahme vor der Kamera machen? Ja. Das möchte ich einmal kurz wiederholen. Das ist mein Highlight, das Video. Wie du einfach diese Dose anleckst. Ja, das ist doch eine Parodie, die du heute 1:1 noch genauso drehen Vielleicht könntest. Mit anderen Produkten. Ich müsste zwischendurch Influencer-Tee süppeln und Leggings in die Kamera halten, aber theoretisch. Ich weiß noch, wie wir das immer überall vorgeführt haben und immer so ein bisschen, die Leute guckten irgendwie, was habt ihr denn noch? Was habt ihr denn noch? Ist schon viel Schönes dabei auf jeden Fall.
Überraschenderweise sollte dieses Format nie das Licht der YouTube-Welt erblicken. Aber Kim und Robert hat noch mehr, noch bessere, noch lustigere Ideen. Ihr denkt, das ist doch gar nicht möglich? Seht selbst. Und eines Tages kam unser Chef und hat ganz stolz gesagt, Leute, ich habe euch einen Slot freigehalten für die Funkpräsentation. Die komplette ARD, das ZDF, das zukünftige Funkteam wird euren Dummy sehen. Ihr dürft präsentieren, was ihr gemacht habt, weil wir sind so stolz auf euch, dass wir euch zeigen wollen. Und dann haben wir gesagt, aber fuck. Aber wir sind nicht stolz auf das, was wir gemacht haben. Wir möchten diesen Slot nicht haben. Können wir den wieder abgeben? Genau, wir kamen mit dem Video, was jetzt kommt. Und ich weiß noch genau, wie wir das in der Runde gezeigt haben. Und alle so betreten, so wirklich 30 Leute haben betreten zu Boden geguckt. Und jedes Gesicht sagte, wie sage ich es Ihnen, wie sage ich es Ihnen, wie sage ich es Ihnen? Hi, wir sind Kim und Robert. Und wir haben jetzt 3 Gründe für euch, warum Schnee früher einfach besser war. Schnee, das ist doch ein Thema, das man sich mal stellen muss, Kim. Wir haben die schwierigen Themen angepackt. Grund 1. Niemand feiert mehr unsere Schneeengel ab. Und da lief ja auch eine Person vorbei. Da haben wir auch einen roten Pfeil dran gemacht, weil die Person einfach nicht komplett ignoriert hat. Um dir auch noch mal zu zeigen, dass wir uns bei all dem ja auch noch was gedacht haben, wollte ich dir auch noch mal das Konzept von damals vorführen. Also, der Titel wird zu wesentlichen des Konzepts den Antworten geändert. Ich nehme an, damals hat das alles Sinn ergeben. Nein, es tut mir leid, es hat schon damals keinen Sinn ergeben. Wir haben geschrieben, es sind mehrere Folgen denkbar. Das ist schon mal gut. Wir haben gesagt, es gibt 2 Redakteure, das waren wir. Wünschenswert wäre eine dritte Person. Und wir waren sehr bescheiden. Wir haben gesagt, wir brauchen eine neue Kamera, Mikrofone und ein Licht. Eventuell Kostüme. Jetzt kommen noch die Erfolgschancen, warum wir finden, dass es geklickt wird. Also, es ist ein neues Format. Das ist doch immer gut. Neu ist doch immer gut. Das ist so scheiß gut. Wir sind neu. Es ist ein kurzes Format. Es ist YouTube-Stil. Es ist ein Unterhaltungsformat. Aber Achtung, gefährlich. Gewitzt ist ein Muss. Dann zeige ich dir mal jetzt noch, was daraus geworden ist, aus dieser Präsentation. Bist du bereit für das Gag-Feuerwerk des Tages? Ich glaube, das ist jetzt der Höhepunkt. Nein, war sie nicht. An was denkst du gerade? Kann ich dir sagen, aber dann müssten wir uns wohl leider trennen. Das ist mir so unangenehm, ich verstehe es nicht. Ich habe dran gedacht, wer hat eigentlich diese Fenster erfunden? Haben die Leute da in der Höhle gesessen, sich verschanzt von einem Säbelzahntiger und dann auf einmal gedacht, oh, jetzt ein Loch in der Wand. Aber es ist übrigens auch noch eine Frage, die ich mir immer noch stelle. Du guckst auf dem Screenshot auch wie dieses Eichhörnchen, was so dramatisch guckt. Dramatic Squirrel bei YouTube. Seht uns auch, wie wir weitere sinnvolle Fragen beantworten. Oh, da war schon der Teaser auf die neuen Videos, weil wir zeigen wollten, es wird uns auch öfter geben. Das da, ist das ein Pickel? Oder an der Kasse im Supermarkt, wenn die Kassiererin mal wieder fragt, haben Sie Ihre Payback-Karte dabei? Oder der Barkeeper, der dir dein halbvolles Glas wegnimmt und dich fragt, ist was? Ja. Was war das für Beispiele? Ja, was dachten wir denn, was wir uns da für lustige Antworten ausdenken können? Auf haben Sie Ihre Payback-Karte dabei? Ja, und dann haben wir uns zum Glück nochmal hingesetzt und haben dann gesagt, Leute, wir können das nicht so machen, wie das in den Konzepten war, sondern wir müssen uns was anderes ausdenken. Und so kam dann unser allererstes Video zustande, wenn YouTuber ehrlich wären. Hi, wir sind Kim und Robert. Ihr kennt uns vielleicht aus erfolgreichen Filmen wie Offen und Ehrlich, der Trailer. Wir sind noch ziemlich neu bei YouTube, aber wir haben YouTube schon einmal durchgespielt. Wir verarschen heute Kims Vater. Also eigentlich verarschen wir euch, weil der Prank ist natürlich fake, aber so können wir mehr Prank-Videos machen. Hallo, hier ist dein Vater. Hallo Papa, ich bin schwanger. Wow! Der hat überhaupt nichts gemerkt. Der hat überhaupt nichts gemerkt. Wie sprachlos der war. Das war voll krass. Komm, wir machen gleich noch ein Video. Oh, scheiße. Gott, das ist ganz lustig. Dieser Prank macht eine sehr schöne Klammer zu dem heute, denn 5 Jahre später ist das gar nicht mehr so prankig. Jetzt habe ich noch mal abschließend, um quasi eine Klammer zu machen zum Beginn dieses Videos, habe ich jetzt noch mal Outtakes für dich, um dir zu zeigen, wie schwierig es damals sogar war für uns, einen Satz gerade auszusprechen. Also immer noch. Irgendwie mal einen Satz, ja gut, aber ich finde, wir kriegen mittlerweile 2 Sätze hin. Damals noch nicht mal diesen einen. Auf YouTube sind wir noch ziemlich neu, aber wir wissen schon ganz genau, wie der Hase läuft. Was? Wir sagen einfach, letztes Wochenende haben wir YouTube einmal durchgespielt. Oder wir sagen einfach was ganz anderes. Und dieser Blick, Kim, dieser Blick, der sagt auch viel aus. Der spiegelt viel wider, der spiegelt viel von... Ach ja, er will nicht, was ich hier mache. Was ich will, was will er denn jetzt schon wieder? Sag mir einfach, was ich sagen soll, dann mache ich das. Ist mir mittlerweile
scheißegal. Und jetzt haben wir es nochmal versucht und diesmal, glaube ich, habe ich verkackt. Hi, wir sind Kim und Robert und... Was? Wir sind Kim und Robert und... Wir sind Kim und Robert, ihr kennt... Wir sind Kim und Robert, ihr kennt uns vielleicht... Ich konnte nicht mal unseren Namen sagen. Scheiße. Wir sind Kim und Robert, ihr kennt uns vielleicht aus Filmen wie Offen und Ehrlich, der Trailer. Bei YouTube sind wir noch ziemlich neu, aber wir haben das letzte... Was ich mir immer frage, wenn ich die Stelle sehe, guck deinen Blick, achte auf deinen Blick. Bei YouTube sind wir noch ziemlich neu, aber wir haben das letzte Woche schon mal durchgespielt. Wie wir einfach beide da stehen und es nicht so richtig geil finden. Wir fühlen es nicht. In dem Moment fühlen wir es nicht. Boah, dein Blick in das, guck mal so. Oh, scheiße. Oh, jetzt kam unser Thumbnail. Wir haben uns damals richtig Mühe gegeben für das Thumbnail. Wir hatten so eine Glitzerpistole. Und da muss ich sagen, Kim, da muss ich dir ein Kompliment machen, wie du einfach in Millisekunden einfach lieferst. Wir wussten, wenn der Glitzer rausschießt, muss diese Frau performen und muss ein Thumbnail-Gesicht machen. Jetzt kommt das Thumbnail. Vor allen Dingen, was? Erstmal meine Zunge. What the fuck? Wirklich. Schau dir meine Zunge an. Und das war unser erstes Video. Was sagst du jetzt, nachdem du all das nochmal gesehen hast? Da habe ich alte Wunden aufgerissen. Wir waren jung und wurden gezwungen, kann man, glaube ich, kurz abschließend sagen. Ich fand, diese Sachen dürfen nicht auf deiner Festplatte hier rumliegen, während du in Babypause gehst und niemand kriegt die zu sehen. Dein Kind soll ruhig wissen, was ihre Mutter da so auf dem Kerbholz hat. Genau. Und so wurde aus einem kleinen, sehr, sehr, sehr lustigen Indie-Format ein großer, investigativer YouTube-Kanal mit fast einer 500.000 Abonnentinnen und Abonnenten. Man muss es immer zwischendurch machen, in den Alltag einfach integrieren. Und vielen, vielen Fans, zum Beispiel Ronny, ihr seid so dumm. Oder Etzer, die schreibt, ihr seid wie Babys, ihr seid so dumm. Und weil Etzer uns jetzt schon so ein schönes Stichwort gegeben hat, Dankeschön, darf ich euch jetzt zur Feier des Tages stolz unser jüngstes Crewmitglied präsentieren, die kleine Ada. Und hier sind die Bilder. Das ist das erste Bild. Das ist ein kleines Füßchen. Händchen, das ist ein kleines Baby-Körperteil. Das hier ist die kleine Ada mit einem Katzenstrampler. Sehr schön. Der Beweis, es ist ein Katzenkind. Ja, sie hat sich das bestimmt selbst ausgesucht. Und jetzt das letzte Bild. Oh, das ist die Kim mit der kleinen Ada und dem haarigen Schopf. Sehr süß. Und eine stolze Mutter. Das ist der Blick einer stolzen Mutter. Ja, Dankeschön. Da ist hier noch ein Video von. Und hier ist noch ein Video von uns. Kim, ich wollte dir kurz sagen, wir haben eine neue Reporterin seit ein paar Monaten. Und da kann ich dir gleich sagen, da haben wir nämlich gewusst, dass sie es ist, als wir ihr Bewerbungsvideo gesehen haben. Und Marlene hat uns darin nämlich das hier erklärt. Wie groß ist eigentlich das Poloch von so einem ausgewachsenen Wal? Das fragt man sich ja ab und zu mal. Und ich habe die Antwort für euch. Und zwar genau so groß. Ich dachte, das interessiert euch vielleicht. Ich weiß nicht, ob ich das jemals wissen wollte, aber merkwürdige Fun Facts sind ja unsere Spezialität. Deshalb passt Marlene einfach super gut zu uns. Okay, und wie kommt man auf sowas? Ja, ich wollte euch halt beeindrucken mit Facts, die ihr noch nicht kennt. Und ich bin hier. Ja, es hat geklappt. Kim, gibt es noch etwas, was Marlene unbedingt beachten muss als offen und ehrlich Reporterin? Ja, liebe Marlene, bitte erzähl Robert nie etwas von Hunden oder anderen Tieren. Es geht nichts über eine Katze. Das ist sehr, sehr wichtig. Manchmal redet er sich in Rage, dann braucht er einen Latte Macchiato. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Oder Salat. Denn Robert ist der einzige Mensch, der mit Salat Freunde finden kann. Und wenn er dich einfach einlädt zu einem gemeinsamen Dschungelcamp gucken, Prinzess Charming oder wie der Quatsch alles heißt, ich kenne mich damit nicht aus. Notgedrungen muss man aber ungefähr alle 1 bis 2 Monate einmal zu ihm kommen und dann spielt er dir alle Highlights des Trash-TVs der letzten 2 Monate vor und du musst da stehen und du musst sagen, wow, oh, richtig lustig, cool. Jetzt kackt gerade mein Licht ab. Warte ganz kurz, mir ist hier ein Licht ausgegangen. Ich liebe ja Trash-TV, deswegen finde ich es auch ein bisschen, ich arbeite jetzt schon hier seit 2, 3 Monaten. 4, hä? Meine Güte, August. 4 Monate und du hast mich noch nicht einmal eingeladen zum Trash-TV gucken. Stimmt, aber wir hatten auch Corona, hallo, ich lade doch keine Menschen zu mir nach Hause ein. Hä?
Okay, ich hatte schon Menschen bei mir zu Hause. Kim, ich werde alles auf VHS aufnehmen, bis du wieder da bist. Dann wird dir alles zeigen. Oh ja, endlich. Endlich alle Folgen Bauer sucht Frau. Was gibt's da so? Ich guck doch sowas nicht. Seid lieb zu allen. Postet weiterhin den Hashtag der Woche. Könnt mir auch bei Instagram schreiben. Ja, dann würde ich vorschlagen, sagst du jetzt noch die Katze an und ansonsten freuen wir uns, wenn du wieder da bist. Ja, dann gibt es jetzt noch eine fantastische Katze. Eine richtig schöne Katze. Wir haben so viele schöne Katzen bekommen in letzter Zeit. Und zukünftig könnt ihr uns Katzen übrigens immer per Mail schicken an offenundehrlich@sr.de oder offenundehrlich@sr.de. Das ist sehr bezeichnend, dass wir einfach zwei E-Mail-Adressen eingerichtet haben, damit sich keiner verschreibt.